Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde von den Würfelphilosophen. 14. Folge schon, Leute. Wir werden alt, langsam. Und ja, wir beschäftigen uns heute mit einem sehr philosophischen Thema, nachdem wir die letzten Male ein bisschen mehr in der Gesellschaftskritik drin waren oder in der Politik. Und zwar habe ich die Wochen über jetzt, ich höre Hörbücher sehr viel und habe auf der Fahrt zur Arbeit die 40k Horus Heresy Romane angefangen zu hören. Wer die kennt, schöne Grüße, spoilert mich nicht. Und die gibt es als Hörbuch und habe mir die angefangen, die zu hören und bin begeistert davon, wie viel philosophischer Tiefgang in diesen Geschichten verstrickt und eingewoben ist. Ist also gar nicht mal so Tiefgang, die gehen nicht wirklich in die Tiefe im philosophischen Denken, aber sie stellen philosophische Fragestellungen und die haben auch auf die Handlung der Romane durchaus Einfluss. Und ich fand eine Frage ziemlich interessant und wollte sie mal mit Zeitiger, der heute da ist, hallo. Hallo. Und dem Jonathan, der heute da ist, hallo. Ist gemutet gewesen. Moin. Moin. Und der Alex ist auch wieder da, hallo Alex. Ja, hi, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Also ich wollte das mit euch mal durchdenken, so mal andenken können wir es, glaube ich, nur, weil in einer Stunde kriegen wir das nicht durchdacht. Und zwar geht es um die Fragestellung, ja, das ist auch schwierig auf den Punkt zu bringen, die Frage, aber ich fasse es mal zusammen in, was macht eigentlich einen Gott aus, als erste Fragestellung? Also, was muss eine Wesenheit in Anführungsstrichen, da ist das schon eine Einschränkung, wenn man es Wesenheit nennt, was macht einen Gott zum Gott? Und davon abgeleitet die zweite kleine Fragestellung, die sich auch irgendwie aus der Geschichte der Menschheit ein bisschen ergibt, weil wenn man so anschaut, in die Religion hinein, gibt es sehr wenig religiöse Richtungen, auch egal, ob irgendwie jetzt schon untergegangen oder noch aktiv, wo Götter keine menschlichen Aspekte besitzen. Also irgendwo, also gerade bei den griechischen Göttern ist das ja sehr, sehr, oder bei den Asen oder bei den römischen Göttern ist das ja sehr, sehr präsent. Da sind die Götter sehr, sehr menschlich. Im Christentum haben wir es zu tun mit einem Gott, der Mensch wird, vollständig sogar. Und ja, also das ist halt immer die Frage, wie viel Mensch verträgt denn eine Gottheit überhaupt noch? Ist sie dann überhaupt noch Gott oder ist sie dann Mensch? Oder was dazwischen? Halbgott vielleicht? Und das ist irgendwie eine interessante Sache, um sich mal zu überlegen, was macht so ein Gott überhaupt aus? Und interessant finde ich das vor allen Dingen, mit jemandem zu diskutieren, der eigentlich gar nicht an Götter glaubt, richtig? Oder an einen Gott glaubt. Und, weil wir müssen uns ein bisschen öffnen, wir müssen uns, wenn wir uns über Gott unterhalten, in diesem Sinne, ja, irgendwie darauf einigen, wir müssen einfach mal annehmen, es gäbe einen Gott oder mehrere vielleicht sogar. Was müsste der denn haben, damit er ein Gott ist? Oder sie, kann ja auch eine Göttin sein, ne? Oder ist das auch schon wieder zu einschränkend? Hat Gott ein Geschlecht? Fragezeichen. Alex. Ja, das sind alles so total tolle Fragen und ich habe ja, also ich bin ja vielleicht einer von denen, wo du gerade meintest, die glauben ja gar nicht an Gott. Ich glaube halt nur an ganz viele nicht. Polyatheist. Genau, der Polyatheist, es gibt, ne? Also so ein Christ, der glaubt ja auch an ein paar und an ganz viele andere nicht. Ich glaube halt an ein paar mehr nicht. Also das ist, der Unterschied ist minimal. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe da auch noch so ein paar Gedanken zu, was macht einen Gott, eine Gottheit aus? Und eine davon ist, warum ist die überhaupt da? Ja, genau. Ne? Spannend. Warum ist die da? Und vielleicht kommen wir dann auch zur Frage, warum ist die denn menschlich oder zum Teil menschlich?
Ja, der Wenn Jonathan, überhaupt, der kann, ne? Wenn wenn überhaupt. jemand, Jonathan kann da schon direkt einsteigen. Ich wollte ihm nur vorgreifen und ein paar meiner Gedanken noch reinstreuen. Wir haben da ja in meiner Aussicht, Ansicht zumindest, so ein Bedürfnis. Ne? So als Mensch habe ich ja irgendwie so ein Bedürfnis, die Welt um mich drum zu verstehen. Ne? Wenn ich sie nicht verstehe, zum Beispiel ist da oben so ein heller Punkt, der auch total Wärme spendet, der aber irgendwie nur die Hälfte des Tages da ist, die Sonne. Ich weiß aber ja nicht, wo der herkommt und warum nachts ganz viele kleine Sonnen da sind, die aber keine Wärme spenden. Also überlege ich mir irgendwie was. Und Wärme und Licht sind toll, also ist das potenziell ja was Schönes. Schon haben wir da irgendwie einen Sonnengott. Gab es ja ein paar Mal. Oder nett ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob so eine Sonnengottheit dann auch menschlich war von Anfang an oder erst menschlich wurde. Ne, das ist ja auch so eine Frage. Auch im Rollenspiel gibt es ja auch verschiedenste Gottheiten. Eine Ja, nichtmenschliche, die ja. mir gerade in den Sinn kommt, ist aus der Critical Role Welt. Da gibt es ja den, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, Luxon oder so, dieser Dodekaeder, der einfach nur so ein heiliges Objekt ist, aber gleich auch zeitig auch eine Gottheit. Auch witziges Konzept. Und genauso denke ich auch an die Glaubensrichtungen, die eben nicht so prominent vertreten sind in der Welt. Die ganzen Naturvölker und Indigenen haben ja auch sehr wenig Differenzierung zwischen Natur und Mensch. Und damit sind dann Eigenschaften, die Gottheiten aufweisen, auch nicht nur menschlich fokussiert. Und ich glaube, was dann Göttlichkeit ausmacht und warum auch Göttlichkeit da ist, um meine eigene Frage vielleicht schon mal amateurhaft zu beantworten, bevor der Profi hier reingrätscht. Wir möchten vielleicht Dinge fokussiert betrachten, die wir irgendwie hervorheben möchten. Ob das nun die Wärme der Sonne ist, ob das die Fortpflanzungsfähigkeit des Menschen ist, ob das die Fähigkeit der Natur ist, uns zu ernähren. Das sind ja alles dann Aspekte, die sich in Gottheiten wiedergefunden haben. Ne, die Griechen hatten da Aphrodite und irgend so ein Gott, der die ganze Zeit Bären gegessen hat. Krieg ist auch etwas, was ständig in den Fokus gerückt worden ist und Gewalt, Familie. Also all das hat ja irgendwie einen Fokus verdient aus einer Sichtweise und wurde dann zu einer Göttlichkeit hervorgehoben, damit man das irgendwie vielleicht auch kommunizieren konnte. Und Ja, man aber wusste, worüber man redet, ne? ich frage mal direkt nach. Also, du sagst, du beschreibst das jetzt ja auch, ne? Das ist der große runde Ball am Himmel, der Wärme spendet. Gebe ich dem Ball mal einen Namen. Das ist halt der gelbe Ball, der Namen, der Wärme spendet. Gelber Wärmeball am Himmel, so. Und schon kann ich Sperrig, darüber, ja. und schon kann ich darüber kommunizieren. Und das muss doch kein Gott sein. Warum? Also, wo kommt das Gott her? Und was macht denn zum Gott? Also nur weil der da oben ist und ich ihn nicht anfassen kann, oder? Ja, ich glaube, es ist das, also aus meiner Sicht jetzt einfach, weil wir sind ja hier so quasi ad hoc philosophieren, wie das eben so weiße mittelalte Männer machen. Und ich glaube, das ist dieses auf dem Podest stellen und auch fokussiert betrachten können. Also gerade wenn ich so an Fortpflanzungsfähigkeit von Menschen denke, das haben wir ja alle im Großen und Ganzen irgendwie. Also klar, da gibt es auch irgendwie Grauzonen und Abstufungen und was nicht alles, aber es ist ein prägendes Merkmal, das doch sehr viele Menschen eint. Und das auch einen Fokus hat, immer wieder, je nachdem, was für ein Lebensabschnitt man ist, in den unterschiedlichen. Und das hat so viel Wertigkeit, das möchte ich gern auch irgendwie feiern. Oder So. dem möchte ich auch fokussiert einen Wert geben können. Möchtest du ihn vielleicht sogar beeinflussen? Vielleicht auch bei, ja, total, ja, da hast du recht. Ne, auch den gelben Ball möchte ich beeinflussen für die Ernte oder so.
wenn ich die Verbindung schon immer irgendwie hergestellt habe. Genau. Dann ist die Beeinflussung natürlich auch viel einfacher, wenn ich dieser Gottheit dann einen menschlichen Zug gebe, weil Kommunikation und Austausch natürlich mit Menschen funktioniert. Und anders man sich das, also mit einem Stein kann ich zwar reden, aber der antwortet halt auch nicht, ne? Also nicht, stimmt. Also es ist halt irgendwie schwer. Also spannend, irgendwie sich das auf diese Weise vorzustellen. Ja. Was macht denn der Zeitiger mit dieser Frage? Ich betrachte die komplett gerade auf einem ganz anderen Trichter, aber das liegt auch daran, dass ich gerade einen komplett anderen Roman und einen komplett anderen Glaubensrichtung gerade mir gebe. Ich lese gerade den ewigen Wälzer aus dem 16. Jahrhundert aus China, nämlich die Reise in den Westen, wo es darum geht, wie kam der Buddhismus nach China? Und diese ganze Reisegeschichte und was macht ein Gott im Sinne des Daoismus, Buddhismus und Konfuzianismus aus, also in diesem Glaubensraum? Und dass er Gott wäre denn in dem Sinne auch ein gewisses Ziel von verschiedenen Figuren in dieser Geschichte sind. Ich bin noch nicht komplett durch, bin jetzt noch in den ersten Kapiteln. Aber die Reise in den Westen ist halt diese ganze Geschichte um den Affenkönig, den himmlischen Affengott, der aus einem Stein geboren wurde, der vom Himmel herunterkam und effektiv dann erstmal sehr viel Scheiße gemacht hat. Und als gerade Alex so gesagt hat, ja, diese verschiedenen Phasen und diese, ja, auch teilweise niederen Sachen wie Sexualität, Krieg, Gewalt etc. Das ist alles, wo dieser Affenkönig in den ersten Kapiteln so durchgeht, bis er dann von den oberen Himmlischen dann eingefangen und unter einem Berg begraben wird für mehrere hundert Jahre, damit er Ruhe gibt. Völlig absurde Geschichte. Aber also da funktioniert es dann anscheinend irgendwie umgekehrt, ne? Also, genau, da ist die Frage, also Sache dann, okay, er wird dann so gesehen zusammen mit einem Mönch nach Westen, also nach Indien in dem Fall geschickt, um eben die heiligen Schriften Buddhas zu holen, um selber dann letztendlich Buddha zu werden. Also die Ruhe, die Gelassenheit zu finden. Also all das, was wir in unserer westlichen Perspektive so, okay, Sex, Liebe, Drugs und Rock'n'Roll und so weiter, das ist ja nicht Ziel dieser Religion. Buddhismus bedient ja eher darauf, sich selbst zu finden, innere Ruhe und Frieden zu finden, um damit letztendlich aufzusteigen. Ist das Ziel, ne? Genau. Und damit letztendlich zum gewissen Grade auch selber Gott zu werden. Also der Affenkönig wird relativ schnell unsterblich, aber es macht ihn nicht zu Gott. Sondern die Reise dorthin macht ihn dann zum Gott, weil er dann lernt, mit seinen Impulsen klarzukommen und so weiter. Das ist also übrigens so weit, wie ich es verstanden habe. Mal gucken, was die Geschichte mir noch alles aufbringen wird. Es ist manchmal völlig absurd, aber es ist auch ähnlich wie griechische Sagen im Original mehr zu lesen oder auch griechische, nicht nur griechische, biblische Geschichten auch zu lesen und wortwörtlich einfach mal so sich zu Mut führen und sagen, okay, das ist auch eine interessante Geschichte. Was soll sie mir jetzt vermitteln? Und dasselbe habe ich, dasselbe Gefühl habe ich die ganze Zeit bei Reise in den Westen. Okay, jetzt ist die Frau verstorben, die Schwester von dem Kaiser ist jetzt gestorben und dann wird eine andere Seele reingesetzt, weil der alte Körper nicht mehr da ist. Hä? Also so völlig random Fakt aus dieser Geschichte und ja, es geht einfach auf jeden Fall nach was man auf jeden Fall mal gelesen haben muss. Ne? Ja, sonst gibt's das erst seit ein paar Jahren überhaupt in einer komplett deutschen Übersetzung. Das vielleicht verlinken wir das mal in den Shownotes, wenn genau, du das raussuchst. Kriegt man beim Reklam Verlag irgendwie im Hardcover als E-Book oder als Softcover. Ich habe jetzt mal die Softcover-Variante genommen. Hardcover ist mit 90 Euro üppig teuer. Aber es passt ja von der Erzählung her, ne? Also wenn ich mir die Religion von Buddhismus oder von also asiatische Religion generell anschaue, sind da ja die Entweltlichungen, ja, das ist ja immer das Ziel. Und hier passt es ja ganz gut, dass dann eine Entität, die dann als Gott bezeichnet wird, auf der Welt erstmal Amok läuft, und zwar so Amok läuft, weil er einfach alles macht, was weltlich ist, ne? Ja. Da gibt es übrigens einen Animationsfilm bei Netflix, den man sich anschauen kann, und der erzählt relativ akkurat die ersten Kapitel dieser Geschichte, wo das völlig durchdreht. Also das ist auch sehr humoristisch. Aber und dann muss man ihn auf seinem Weg begleiten, wie er quasi die weltlichen Sachen alle wieder los wird, damit er wieder, ne? Genau. Transzendieren kann irgendwie auf einer Art. Genau, das ist einfach ein sehr komplizierter Prozess und darin geht wahrscheinlich auch letztendlich die Reise und im Rahmen dieser Reise zu wachsen und daraus eben selber Gott zu werden. Und deswegen sehe ich mit dieser Pille aktuell so eher dieses Konzept Gott. Ja, Gott kann man auch als Ziel für sich interpretieren, dorthin zu streben und so gesehen Gott als Vorbild zu nehmen, was ja auch dem christlichen Glauben auch jetzt nicht so weit fern ist.
Aber den alten nordischen und griechischen Sagen und ägyptischen Sagen, das ist nicht das Ziel dort, sondern da ist es eben diese Naturgewalt zu repräsentieren. Das ist was anderes natürlich. Mhm. Aber das ist ja dieses Ziel, ein Gott zu werden, das entmenschlichte oder entweltlichte Wesen zu werden. Das heißt, Gott wäre dann eine Abgrenzung zu dem, was ein Mensch wäre oder halt auch ein Unsterblicher oder so. Mhm. Wäre da ein Gott etwas, was nicht von dieser Welt ist, oder? Nicht unbedingt. Also man kann, wie gesagt, die Sache ist halt, Gott zu werden heißt halt, das Menschsein irgendwo zu wissen, gerade hinter sich zu lassen. Hm. Ja, aber was bedeutet das? Das ist ja die Frage. Das ist die tief philosophische Frage dahinter, ja. Gibt's denn, also du hast das ja noch nicht zu Ende gelesen, aber gibt es denn schon Ansätze, wie der Affenkönig das irgendwie schafft, irgendwie so bestimmte Sachen einfach loszuwerden? Er wird, also in dem Kapitel, wo ich jetzt rangekommen bin, wird er böse konditioniert mit so einer Art, weiß ich, habt ihr mal Hunde versucht zu konditionieren mit so einem Anti-Kleff-Halsband? Wir haben ja sowas selber, hat er halt auf dem Kopf und jedes Mal, wenn er sich daneben benimmt, bekommt er Kopfschmerzen. Ja. Also da wird er so konditioniert, ob das wirklich so zielführend ist hinsichtlich freien Willen und so weiter. Gut, das ist die Frage der asiatischen Kultur, vielleicht ist das da auch nicht so wichtig. Naja, mit dem freien Willen ist es ja in diesem Glaubenszusammenhang eh nicht so weit. Von daher, ich finde den Gedankengang total spannend und das kommt halt dann wirklich von einer ganz anderen Seite, wie das, was Alex gerade gesagt hat. Vor allen Dingen der Aspekt des Gottwerdens ist ja dann auch nochmal ganz neu, ne? Ja. Ja. So, und jetzt schieben wir rüber zum Jonathan und der brät uns jetzt alle weg, was wir für komische Fragen stellen. Der näht jetzt alles zusammen, was wir gerade in den Kopf geworfen haben. Mal schauen, wie gut er es hinkriegt. Das ist in der Tat eine Frage. Also es gibt ja ganz verschiedene Punkte, an denen ich jetzt ansetzen könnte. Ich versuche es erstmal religionsphilosophisch. Und zwar ist es ja, also ich glaube, eins der Dinge, die den Menschen zum Menschen machen und ihn vom Tier unterscheiden, ist, dass der Mensch nach einem Zweck fragt und oder nach einem Grund, also warum ist etwas so und wozu gibt es etwas? Der Alex ja eben auch für die Götter gemacht, ne? Vor 2-3 Tagen habe ich eine schöne Geschichte gelesen, die das gut illustriert, warum das die religiöse Frage, also warum das eine religiöse Frage ist letztlich und keine naturwissenschaftliche, wo da die Differenz ist. Da wird also eine Lehrerin liest in der Schule eine Geschichte vor, 5. Klasse, Physikunterricht. Und sagt, ja, und die Mama macht sich einen Tee. So, oder will sich einen Tee kochen und warum kocht das Wasser? So. Und die Lehrerin will eigentlich hören, weil Energie zugeführt wird und die Moleküle sich bewegen und keine Ahnung was. Ich bin ja kein Physiker und das ist bei mir zu lange her. Und ein Kind meldet sich und antwortet, weil Mama einen Tee trinken will. Die Antwort ist genauso richtig, aber es ist ein kategorialer Unterschied. Das ist sozusagen, diese Dimension liegt schon immer im Menschen. Also zu fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und warum sind wir hier? Und dann im zweiten Schritt, wie können wir so zusammenleben, dass wir zusammenleben und uns nicht gegenseitig alle töten? Das ist ja eine parallele Frage. So. Dann gibt es ja ganz verschiedene Antwortmöglichkeiten auf diese Art Fragen. Und die sind so verschieden, dass Religionswissenschaftler und WissenschaftlerInnen regelmäßig daran scheitern, einen Religionsbegriff zu finden, der überhaupt alle großen bekannten Religionen abdeckt. Also es gibt kein Merkmal, was man sozusagen, wo man sagen kann, das ist eine Religion und das gilt dann für alle. Immer fällt irgendwas raus. Also Glauben an eine übernatürliche, dem Menschen in Beziehung tretende Entität oder so. Schon ist der Buddhismus raus. Genau, schon ist der Buddhismus draußen. Haben ein Buch als Grundlage. Es sind ganz viele andere, also Buddhismus glaube ich auch, aber es sind auf jeden Fall auch viele draußen. Die ganzen Naturreligionen, ne? Die sowieso.
Ja, wobei der Buddhismus auch immer wieder auf heilige Schriften sich bezieht, aber das sind halt viele und es ist kein definierter Zustand, welche davon die wichtigsten sind. Und oder verehren irgendwelche Ahnen und so weiter, das wäre dann so Shintoismus und so weiter und afrikanische Stammesreligionen, aber da wären halt irgendwie Christentum, Judentum und so weiter raus. Das ist das Erste. Aber es gibt eben diese Dimension, dass der Mensch von sich aus immer nach etwas fragt. Das ist die eine Seite. Und dafür hat der Theologe und Religionsphilosoph Paul Tillich eine Definition gefunden für die Frage, also als Antwort auf die Frage, was Gott ist. Der hat zwei Sätze gesagt. Nämlich erstens ist Gott der abgründige Grund des Seins, oder Gott ist die Antwort auf die Frage, warum es etwas gibt und nicht nichts. Das ist das Erste, was er gesagt hat. Das finde ich insofern eben spannend, weil es gleichzeitig dieses, woher kommen wir? Wir sind irgendwie, irgendetwas hat es angestoßen, dass es uns gibt. Und auf der anderen Seite ist uns dieses Ding, aber wir können das zwar versuchen zu beeinflussen, aber wir können das quasi nicht melken wie so eine eierlegende Wollmilchsau oder so. Deswegen ist es der abgründige Grund des Seins, weil es eben auch Dinge, die unser Leben übersteigen, gibt, die uns nicht gut tun und nicht gut sind. Das ist die eine Dimension. Und dann finde ich, eine zweite Dimension, die ist jetzt auf den zweiten Blick deutlich christlicher, als sie erst klingt. Das ist nämlich, Gott ist das, was uns unbedingt angeht. Also etwas, was zu uns in Beziehung tritt. Also und die Wärme der Sonne. Sozusagen. Also es gibt ja einen altkirchlichen Denker, der die Trinität immer versucht hat, mit der Sonne zu visualisieren, wo du gerade Sonne sagst. Der gesagt hat, Gott ist die Strahlen, ist die Sonne selber, Gott Vater. Der Sohn ist das Licht und der Heilige Geist ist die Wärme oder so. Scheiße, jetzt peinlich, jetzt kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf zusammen. Es ist zu lange her. Was ich aber noch sagen wollte zum Anfang, ist, dass Dietrich Bonhoeffer, berühmter evangelischer Theologe, gehörte auch in den Kreisauer Kreis, die Widerstandskämpfer um Stauffenberg gegen Hitler und so, und ist im Zuge dessen auch hingerichtet worden von den Nazis. Der hat den Satz gesagt, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Weil ein Gott, den es gibt, wie es dieses Handy gibt, was ich hier gerade hochhalte in die Kamera, sodass die anderen sehen können, oder mein Laptop oder mich selber, der ist ja kein Gott, der ist ja ein Ding, der ist ja ein Geschöpf. Also da ist quasi der Unterschied dann nicht mehr da. Das ist jetzt aber schon Teil der nicht mehr religionswissenschaftlichen, sondern theologischen Perspektive, nämlich der Innenperspektive auf das Ganze, die wiederum zwei Richtungen hat. Es ist nämlich alles echt kompliziert. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Ich sag das schon. Als erstes kann man natürlich sagen, oder das ist der eine Teil der christlichen Perspektive, Gott hat sich offenbart. Also, Gott hat sich gezeigt und hat mit Menschen geredet, und davon haben Menschen erzählt, die haben Erfahrungen mit Gott gemacht, das aufgeschrieben. Biblische Texte sind entstanden. Grober Abriss. Es gibt aber noch eine andere Richtung. Die andere Richtung ist nämlich, Menschen ist etwas aufgefallen, die diese Geschichten schon kannten. Und die haben in ihrem Leben etwas von Gott gesehen und haben gedacht, Mensch, das, was mir da passiert ist, das hat auch was mit diesem Gott zu tun. Und da erkenne ich etwas von diesem Gott. Also kommt es also ist es dann zum Beispiel auch mit in die Bibel gewandert. Sprich, diese Erkenntnis hat quasi zwei Richtungen. Und
oder zwei Perspektiven. Die eine ist von oben, das ist Gott hat sich offenbart. Und die andere ist, ich erkenne etwas von Gott in dem, was ich erlebe. Das ist eine Perspektive von unten. Und das ist auch alles gar nicht so einfach, ne? Also wenn du jetzt so sagst, so Gott hat sich offenbart von oben herab, also alleine das kann man sich ja schon nicht vorstellen. Und die Bibel zum Beispiel nutzt ja dafür ja auch total komische Bilder. Also wo es ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes dann her ist, ne? Aber der Alex wollte was sagen. Ja, gerade wo dieses, mir ist da was passiert, was ich auch schon kenne. Da ist mir so ein Gedanke gekommen, den ich jetzt einfach mal reinstreuen möchte. Das sind ja Muster, die ich dann erkenne, die ich aber nicht zwingend erklären kann. Ob das Wiederkehren der Jahreszeiten ist oder dass dem Typen, dieser Besucher aus einer Stadt, die so weit weg ist, dass ich von der noch nie was gehört habe, dass der die gleichen Gedanken hat wie ich. Mhm. Da muss so eine höhere Macht dahinter stecken. Ist doch, wie soll das sein? Ne? Mhm. Das sind ja auch Denkmuster. Suche nach dem Muster, wäre das dann auch eine Suche nach dem Sinn? Ein Stück weit, ja, würde ich auch sagen. Und wir sehen das ja, ich hoffe, das wird mir jetzt nicht irgendwie böse aufgegriffen, bei den Verschwörungsideologien. Da werden ja auch Muster versucht zu erklären. Halt nicht mit irgendwas Göttlichem, sondern mit irgendwelchen Echsenmenschen, die im Erdinneren leben. Aber das ist ja genauso schwer greifbar und nicht real. Genau, ja, Jonathan. Du bringst einen ganz spannenden Punkt mit rein, den ich auch tatsächlich wichtig finde, weil man immer ein Wertesystem hat, nach dem man die Welt beurteilt. Man hat immer, also aufgrund von Prägung, Erziehung, dem, was einem begegnet, das, wofür man sich interessiert, man sieht immer Dinge in einem bestimmten Muster, oft auch ohne sich dessen bewusst zu sein. Und so interpretiert man die Welt. Und es ist ziemlich schwer, diese Muster hinter sich zu lassen. Ich unterrichte ja angehende Religionslehrkräfte an der Universität. Und da gibt es, also ich unterrichte die im Fach Religionspädagogik. Und letztes Semester hatten wir die Frage, also was ist eigentlich Religionsunterricht für ein komisches Konstrukt? Und warum nicht Ethikunterricht für alle? Und ich habe immer gesagt, der Religionsunterricht ist wenigstens ehrlich und legt die Perspektive, mit der er auf die Welt guckt, offen. Und sagt, es ist eine jetzt eben evangelische oder katholische Perspektive, in Niedersachsen bald beides zusammen. Oder es ist vielleicht eine islamische Perspektive oder eine jüdische irgendwann mal, wenn es den Unterricht flächendeckend gibt. Aber ein Ethiklehrer, der Philosophie studiert hat, muss niemandem sagen, ob er jetzt Nietzsche toll findet oder Kant oder Heidegger oder Ricoeur oder keine Ahnung was. Also der muss überhaupt nicht Rechenschaft darüber ablegen, ob er Existenzialist ist oder ob er Konstruktivist ist oder Poststrukturalist oder Idealist oder irgendwas. Und also man tut so, wenn man Ethikunterricht erteilt, als gäbe es eine neutrale Weltanschauung, aber es gibt sie nicht. Es ist in die Tasche gelogen. Keine Weltanschauung ist neutral, sie ist höchstens nicht christlich, das ist ein gutes Recht. Aber so zu tun, als sei das Christliche gefärbt, das andere neutral und würde einfach nur darstellen, stimmt nicht. Und das ist sozusagen, das bedingt sich gegenseitig. Ich kann Dinge in einem bestimmten System betrachten und bin dann für manche Dinge aus anderen Systemen auch offen, aber für manche auch nicht. Also die Welt nicht christlich zu betrachten, da muss ich mich schon sehr, sehr anstrengen oder nicht religiös oder so. Weil das nicht meine, also das ist dann sehr fern von meiner Welt und meiner Weltsicht. Und manchmal gibt es den Fall, dass Leute diese Weltsicht abrupt wechseln, oft aufgrund von großen Disruptionen, ob das jetzt eine Corona-Pandemie ist oder ein Bekehrungserlebnis. Ich möchte das also sozusagen nicht
komplett in eins stellen. Ich will nur sagen, man wechselt seine Weltanschauung in der Regel nicht mitten im Alltag, weil man irgendwas anderes spannender findet. Da geht, also das hat, da geht mehr Veränderung im Alltag einher, als man gerne hätte, weil man eben letztlich sein ganzes Wertesystem auf den Kopf stellt. Oder einen großen Teil seines Wertesystems. So. Das ist übrigens auch so ein Punkt, der ja auch wieder zurückspielt auf das, was du ja eben gesagt hast mit diesem Offenbaren und Gott, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht und so. Ne? Genau, das ist ja, diese Sätze sind ja aus meiner Innenperspektive gesagt. Genau, ja. Deswegen, das ist ja, also, dass Gott sich offenbart, das sage ich ja, weil ich daran glaube. Jemand wie Alex oder der Zeitiger, die würden das ja nicht sagen, weil sie nicht dran glauben. So, die würden das vielleicht zitieren, aber das ist ja eben diese Innenperspektive. Es gibt zu diesem, mein Gott, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht, gibt es ein wunderbares, Spoken Word, Poetry, Song, irgendwas Ding von Marco Michalczyk, das können wir verlinken in die Shownotes, ist ganz, ganz großartig, ein Shoutout an den guten Mann. Religionsgeschichtlich hat ja, und das finde ich so geil in der Bibel, da kann man diese ganzen Metamorphosen, wie sich das Gottesverständnis geändert hat, kann man nachlesen. Das ist ja auch spannend, ne? Also viele sagen ja, ich bin Christ oder ich bin Jude oder Moslem oder so und sagen dann hier, also gerade in dem Buch Religion ist das sehr, sehr prominent, weil hier haben wir die Heilige Schrift und hier steht drin, wie Gott ist und was er von mir will und fertig. Und gerade für die Bibel passt das sowas von überhaupt nicht. Ja. Also da ist Gott einmal so und dann ist Gott nochmal wieder anders und dann ist er nochmal wieder anders und dann wird er noch Mensch und dann keine Ahnung was. Der ist ständig anders. Mhm. Und ich verstehe diesen Drang, Gott festmachen zu wollen und zu sagen, hey, das ist mein Gott, so ist er. Aber gleichzeitig lüge ich mir da auch in die Tasche, wenn sobald er fest ist, dann ist es kein Gott mehr, oder? Er ist all das und auch nicht. Ja, ja, ja. Alex? Ja, ich habe da noch gerade so einen Gedanken bekommen, wo wir Jonathan lauschen konnten. Darüber, das ist eine tolle Sache, die ich hier lerne und auch mal durchdenken kann. Und ich hoffe, die Hörer auch. Die Frage nach dem Warum. Die kam jetzt gerade noch mal in mir auf und die Fragen, die ja die Menschen schon sehr, sehr früh, glaube ich, angetrieben haben, sind ja, wo komme ich her, warum bin ich da und was passiert mit mir danach? Ja? Mhm. Das sind ja Fragen, die schon sehr, sehr früh immer wieder auftauchen. Ne? Was für eine Welt erwartet mich nach dem Tod oder was passiert nach dem Tod mit mir, der ich die Frage nach dem Warum stelle? Wie beantwortest du diese Frage nach dem Warum für dich? Für mich? Ich bin ganz, ganz persönlich. Da gibt ja kein richtig Fleisch und so. Ja. Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich gar nicht so oft und intensiv stelle. Weil mein Fokus, und da wäre ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingegangen, mache ich vielleicht auch gleich noch, eher kleiner gefasst ist, weil ich mir die Frage, warum bin ich da, nicht mit, um irgendwann mal in der Ahnengeschichte zu landen oder um für die Nachwelt vorzusorgen, sondern für das Hier und Jetzt da zu sein. Für meine Mitmenschen, für die Menschen, die ich liebe, die mich lieben, die mir gut tun. Und für die eine bessere Welt zu schaffen. Und in dieser Welt, die ich mitgestalte, in der ich aber auch lebe, quasi die Fackel hochzuhalten und dann auch weiterreichen zu können. Also würdest du sagen, ich formuliere es mal ein bisschen um und du sagst, ob ich das treffe oder nicht. Mhm. Du würdest sagen, also deine Antwort auf die Frage, warum bin ich hier, ist,
damit ich mit anderen in meiner Umgebung in Verbindung treten kann? Im Grunde genommen, ja. Schöner Gedanke. Ja. Sehr schöner Gedanke eigentlich, ja. Ja, da gibt es auch ein schönes Zitat von George Bernard Shaw, der das nochmal in literarisch wertvoll und etwas umfassender formuliert hat. Wenn ich das nochmal irgendwo finde, kann ich das auch in die Shownotes packen. Oder vielleicht suche ich es gleich nochmal. Genau, worauf wollte ich jetzt genau? Genau, die Frage, was mache ich eigentlich und wie kann ich für mich die Frage nach dem, wo komme ich her und wo will ich hin, beantworten? Und zum einen ändert sich das natürlich auch innerhalb meines Lebens. Ne, als Teenager stelle ich mir andere Fragen und finde andere Antworten als Familienvater. Aber das passt ja zu dem Bild, weil sich ja auch die Beziehungen zu der Umgebung ändern, ne? Genau, aber genauso ändert sich ja auch das, was ich als Göttlichkeit wahrnehmen möchte. Hm. Darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus. Und auch die gesellschaftlichen Strukturen. Ja. Ne, wenn ich mal so an die, das ist jetzt natürlich, ich weiß gar nicht, ob das alles korrekt ist, was in meinem Hirn, Anthropologen oder wie sie heißen, Archäologen und Geschichtswissenschaftler dürfen sich jetzt gerne irgendwie melden. So eine Stammeskultur von Anno Dazuknips, ne? Die ist ja doch deutlich träger in den Entwicklungen gewesen als das, was wir heutzutage erleben. Sehr viel weniger Austausch, weil einfach weniger Menschen da waren, weniger technologischer Fortschritt. Man war sehr viel näher an der Natur, an den Jahreszeiten und so. Und ich glaube, da waren dann auch die Fragestellungen weniger im Jetzt verbunden als das, was wir jetzt mittlerweile haben. Weil unser Horizont eingeengter ist, dadurch, dass sehr viel im Jetzt passiert und wir ja auch nur eine begrenzte Kapazität haben, das zu verarbeiten. Und sich deswegen vielleicht auch die Fragestellung nach, was für eine Wirkung möchte ich entfalten, mit wem möchte ich im Austausch gehen, auch viel näher an der Gegenwart ist, als dass ich mir Gedanken um meine Ahnen mache oder dass ich mal ein Ahne werden könnte. Weiß ich mein? Nee. Mir kommt gerade noch ein Gedanke dazu, und wenn ich das mal so zurückführe auf so einen Ursprung, ne? Ich finde den Gedanken ja schön mit diesem in Kommunikation treten, ein Beziehungsgeflecht haben als Grund für Existenz. Würdest du dann sagen, ein Mensch ohne anderen Menschen oder andere Tiere vielleicht, weil so ein Beziehungsgeflecht geht ja auch mit Tieren oder mit Bäumen, Natur und Pflanzen und so, der Mensch nur alleine da wäre, würde der noch existieren oder hätte der dann überhaupt keinen Zweck? Das ist ja ähnliche Frage wie wenn ein Baum wenn ein Wald im Baum umfällt, kein Baum ja, im Wald. Fällt er dann um, wenn ihn keiner sieht? Ja, genau. Ja. Weil deswegen frage ich das und ich löse es mal direkt ein bisschen auf, weil in diesem Bild ja der Mensch für sich alleine, also du, ne, eigentlich ja relativ wenig Sinn hat. Du brauchst immer das Gegenüber, ja, ne? Weil du brauchst die Leute um dich rum, du brauchst irgendwie ein Beziehungsgeflecht, das du aufbauen kannst, weil sonst bist du ja sinnentleert. Das hast du ja gerade so beschrieben. Und hier würde ja wahrscheinlich eine Gottheit passen, um diese Lücke zu füllen und zu sagen, du alleine kannst für dich genommen was machen als Mensch, weil du hast immer noch eine Beziehung zu dem Übermenschlichen quasi. Ne? Verstehst du, was ich meine? Es ist kein anderer Mensch und es ist nicht von dieser Welt, deswegen ist es auf dich allein bezogen, aber du bleibst dann trotzdem da, weil du hast noch eine Beziehung zu etwas, was nicht von dieser Welt ist. Und das ist natürlich jetzt total wirr gedacht, aber ja, also ich würde da glaube ich, also nehmen wir mal an, ist ja jetzt so ein rein theoretisches Gedankenmodell. Dieser Mensch hat keine
menschlich-gesellschaftlichen sozialen Strukturen je kennengelernt oder auch nur in Aussicht. Ja, der war jetzt einfach da und ist mit sich und der Natur da quasi alleine. So, jetzt habe ich ja schon beides voneinander getrennt in dem Satz gerade eben, ne? Ja. Sich und die Natur. Ich glaube, dass das dann mehr verschmelzen wird und dieses was ist da noch neben mir? Ich glaube da, also so würde ich es mir jetzt einfach mal versuchen zu erklären. Ich bin halt dann eher sehr viel mit meiner Umgebung beschäftigt. Dinge, die ich nicht erklären kann, wie wo kommt so ein Blitz her? Warum ist der immer mit Donner zusammen? Was sind Jahreszeiten? Wo kriege ich Essen her? Warum ist Essen da? Ja. Dass mich das irgendwie ne, beschäftigen wird. Und ich auch vielleicht versuche, darauf Einfluss zu nehmen, Strukturen erkenne, die ich beeinflussen kann und Strukturen erkenne, die ich nicht beeinflussen kann. Ob das dann in die Fragestellung mit möchte ich, also da kommen wir wieder auf die ursprüngliche Frage, was ist eigentlich Göttlichkeit und wie viel Menschlichkeit steckt da drin? Ob ich dann die Dinge, die ich nicht erklären kann, zu Gottheiten werden lasse oder zu göttlichen Elementen, mit denen ich in den Austausch treten möchte, weil ich sie beeinflussen möchte oder weil ich irgendwie in einem guten Licht dastehen möchte für das Leben danach, weiß ich nicht. Innerhalb deines Bildes würde es ja allein schon ausreichen, wenn du diesen Kräften oder ich nenne es jetzt mal Kräfte, ne? Oder lass es uns Gott nennen, wenn du diesem Gott, den du dir da jetzt gerade erklärst, weil du es nicht fassen kannst, ne? In deinem Bild, was du eben gezeichnet hast, müsste das schon ausreichen, in die Kommunikation mit dem zu treten, ohne irgendwas anderes zu wollen, ohne ihn beeinflussen zu wollen, ohne irgendwas von ihm haben zu wollen oder sonst irgendwas. Einfach nur, damit du, weil deine Prämisse war ja Austausch und Beziehungsgeflecht. Und alleine das Schaffen dieser Gottheit oder dieses sich Erklären einer Gottheit für das, was du nicht fassen kannst, würde dieses Beziehungsgeflecht ja möglich machen erst, ne? Ja, ich glaube, da ist dann nur so ein kleiner, provokanter Gedanke noch angebracht. Dadurch, dass ja der Einzige, mit dem ich wirklich auch in den Austausch gehen kann, in dem Gedankenmodell, ich selber bin. Ich und meine Gedanken sind die einzigen, mit denen ich in den Austausch gehen kann, die ich auch nachvollziehen kann. Der Baum redet nicht mit mir, der Stein redet nicht mit mir. Irgendein Tier, mit dem baue ich vielleicht eine Beziehung auf, aber mit dem, ne, dann wird schnell die Göttlichkeit, mit der ich in Interaktion gehe, ich sein. Was ich meine? Ja. Spannend. Ja. Also das ist jetzt natürlich ein komplettes... Ich glaube, da steckt mehr Wahrheit drin, als sich viele zugeben wollen. Ist jetzt halt ein ziemlich heftiges Gedankenmodell. Auch nicht, ich weiß nicht, für Realitätsnah, aber ja, steckt ein Körnchen Wahrheit drin, ne? Ich das ist entlarvend, ne? Also wenn man darüber mal nachdenkt und man irgendwie so mitgehen kann, irgendwie so mit diesen Gedankenkonstrukten, die du gerade formuliert hast, und dann mal durchdenkt, zu was das führt, ist das irgendwie total, also für einige Menschen kann das total entlarvend oder für andere total befreiend sein. Das ist deswegen Mut, mal solche Sachen einfach mal zu bequatschen und zu durchdenken. Aber Jonathan wollte die ganze Zeit schon was sagen. Ja, es gibt ja sozusagen für die eine Frage gibt es ja diese, oder hat ja ein Mensch mal die sogenannten Kaspar Hauser Experimente gemacht. Der hat Kinder aufziehen lassen, ohne dass die Ammen mit denen gesprochen haben. Ja, oder sonst wie interagiert haben, ne? 19. Jahrhundert. Die haben denen zu essen gegeben, den Kindern, und haben die gewickelt. Und die sind alle gestorben. Keins dieser Kinder ist älter geworden als 2 Jahre. Und seitdem man das weiß, sagt man, es ist nachgewiesen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Und ich glaube ja, also wenn ich, Alex, ich kann da sehr gut mit deiner Definition, wozu ist man da, aus irgendwie 2 Gründen. Also, und das sind wieder, für mich sind es wieder genuin religiöse Gründe.
Also erstens glaube ich, dass in Weltflucht nicht Ziel des menschlichen Seins ist, sondern in Weltgestaltung. Also sich aus allem rausziehen, das funktioniert nicht, wenn man mich fragt, weil das mit dem sozialen Wesen gilt nicht nur am Lebensanfang, sondern auch sonst im Leben. Das ist das eine. Und das andere ist, jetzt muss ich meine eigenen Gedanken einen Augenblick sortieren. Das andere ist, dass ich mit deiner Maxime, wozu bin ich hier? Um mit Leuten in Kontakt zu treten und die Welt besser zu machen, kann ich auch aus christlicher Idee schon und aus christlichem Glauben gut mitgehen. Denn im Vater Unser bete ich jedes Mal, wenn ich das tue, dein Reich komme. Nicht lass mich in den Himmel kommen zu dir, sondern dein Reich komme. Und wie im Himmel, so auf Erden. Also die Bewegung ist so rum. Die Bewegung ist, hier soll Reich Gottes werden. Das ist jetzt tatsächlich gänzlich unfundamentalistisch gemeint, denn mein Reich Gottes ist ein Safe Space für alle Menschen. Also das ist für mich das, was queere Community und intersektionale Community als Safe Space bezeichnen, wo jeder Mensch sein kann, wie er ist und angenommen ist, wie er ist, ist für mich ein Ausdruck für das, was man theologisch Reich Gottes nennt. Und das ist ein Ziel, für das man sich einsetzen kann. Also ich habe auch tatsächlich viele Leute, die ich kenne, die sich im intersektional-feministischen Bereich zum Beispiel einsetzen, aus dieser Motivation heraus. Weil sie sagen, das ist sozusagen Reich Gottes oder das kann Reich Gottes auf Erden sein, wenn es allen Menschen besser geht. Und das können wir vielleicht auch mal in einer anderen Folge mal besprechen. Das sind ja diese religiösen Schlagwörter, Reich Gottes und alles Mögliche, was es da sonst noch gibt. Warum, ja, aber das ist ja das. Das warum ist ja sagt das man nicht Safe Space? Also, warum benennt man das nicht so, wie es ist und macht da jetzt irgendwie noch einen anderen Namen drauf? Also, naja, Reich Gottes ist ein deutlich älterer Begriff als Safe Space. Ja, aber schon. Aber das ist ja genau das, was ich sagen will. Ja. In der Kommunikation mit den Menschen da draußen sagt zu einem, ja, ich spreche jetzt über Reich Gottes und zuckt er mit den Schultern und sagst, ich rede über Safe Spaces, dann kann er damit schon viel mehr anfangen. Ne? Also, ja, natürlich. Das ist aber das führt uns vom Thema weg. Ja, aber also ich finde das tatsächlich wichtig, weil letztlich, also ich bin ja so liberal, dass ich sage, welche Weltsicht man letztlich hat und welche Maßstäbe oder also sozusagen, was meine eigene Brille ist, ist irrelevant, finde ich, solange es im Ganzen eine Brille ist, die sagt, alle Menschen sind irgendwie gleich viel wert, sind so, wie sie sind, erstmal angenommen und dürfen so existieren und sein, wie sie sind. Also doch wieder Ethikunterricht. Jein. Ja, meine Brille ist ja eine andere und ich lehne sozusagen diese Perfektion ab. Also man kann da auch scheitern. Ich kann auch an Grenzen kommen, oder ich weiß ja um meine eigenen Grenzen, was mein eigenes Verständnis und mein eigenes Aushalten von Leuten, die anders sind, angeht. So. Aber natürlich, und also im Prinzip ist es ja auch die Frage, inwieweit man sich eben außerhalb seines eigenen Sprachsystems bewegen kann. Also eine Religion ist ja ein Sprachsystem für bestimmte existenzielle Fragen. Ja. Also lass uns das mit den Begrifflichkeiten jetzt nicht noch weiter vertiefen, weil das können wir dann das mal auslagern. Das führt davon weg, aber ich wollte sagen, ich bin näher an Alex, an dem dran, was Alex gerade gesagt hat, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen möge. Wie ist es, bevor du jetzt antwortest, Alex, der Zeitiger ist so ruhig die ganze Zeit und grinst sich vor sich hin. Denkt sich ich höre mir jetzt immer, hörst du dir alles an, aber. Ihr Deppen.
Das würde ich nicht sagen. So viel Respekt muss man schon untereinander haben. Und das ist letztendlich auch der primäre Aufhänger, wenn ich mir anhöre, Reich Gottes ist irgendwie ein Safe Space. Ja, eigentlich ist es ja das Ziel, dass wir Menschen untereinander so weit klarkommen. Und das sind ja auch gewissen Grad auch Handlungsanweisungen, egal in welchen heiligen Schriften man rumguckt. Man sollte nicht irgendwie seinen Nachbarn erschlagen, man sollte vielleicht nicht brandschatzen und rauben und sonst wie. Und letztendlich sind ja viele Geschichten auch dafür da, eben zu lernen, wie man miteinander umgeht. Und wenn letztendlich das Ziel Reich Gottes, wenn man jetzt im Christlichen ist, ein Safe Space zu schaffen, dann ist es ja eigentlich mehr ein Safe Space nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern eigentlich ein Safe Space für alle. Und wenn wir uns alle vernünftig verhalten würden, dann wären wir so gesehen göttliche Wesen. Aber nachdem wir Menschen sind, scheitern wir halt in der Natur, dieses Ziel zu erreichen. Nehmen wir das doch mal auf, Zeitiger, und ich nehme dich da jetzt mal beim Wort. Also wenn das Safe Space das Ziel ist, braucht es dafür einen Gott? Ich glaube, es ist letztendlich unmöglich, weil einfach die schiere Masse, wie man Leuten auf die Füße treten kann, unwissentlich und so weiter, das sorgt letztendlich dafür, dass es mehr oder weniger eine unmögliche Aufgabe ist. Und wenn ich diese unmögliche Aufgabe erschaffen würde, dann hätte ich letztendlich göttliches Miteinander erreicht. Danke, das hast genau das gesagt, was ich jetzt hier rauslocken wollte. Ja. Das ist halt immer die Sache, was ich auch immer sage. Letztendlich ist das ja, ist das, was wir ja machen, auch um dann auf unsere Schlussfrage irgendwann zu kommen, ist ja das Geschichten erzählen und daraus lernen und daraus besser zu werden. Ja. Ja, ich danke, dass du das jetzt nochmal so auf den Punkt gebracht hast, weil es zeigt für mich genau den Punkt, wenn das Ziel ist, und wir realistische Brille aufsetzen, müssen wir sagen, wir Menschen können dieses Ziel nicht erreichen. Und hier kommt für mich dann das, was der Alex ja immer gesagt hat, das Transzendente irgendwie ins Spiel. Das ist wie die Sonne, die kann ich halt auch nicht anfassen. Und genau ist dieses Ziel zu erreichen, ist für mich unmöglich. Also brauche ich da eine transzendente Entität, die das möglich machen kann, weil ich kann mir denken, also mein Gedanke ist ja möglich. Ich kann mir eine solche Welt ja vorstellen und Geschichten darüber erzählen. Also die reine Möglichkeit wäre ja gegeben, aber wir können sie einfach aus uns heraus nicht erreichen. Also muss es etwas geben, was es außer uns erreichen kann. Ne? Also rein logisch gedacht. Alex. Darf ich da jetzt gerade noch mal so zwei Gedanken reinstreuen, die mir zugekommen sind? Die sind jetzt ein bisschen Meta. Der eine ist, bin ich für. Ja. Der eine ist, wenn ich mich selbst so wichtig nehme, dass ich die Frage nach dem Warum unbedingt beantwortet sehen möchte und mir das die Akzeptanz, es sind halt Jahreszeiten, die sind jetzt halt so, ich arbeite damit, oder das Leben kommt halt. Das ist ja auch so ein Problem, was viele Menschen haben. So Kreisläufe, Veränderungsprozesse, andere Menschen. Ja, einfach Strukturen, mal zu akzeptieren, die sich ändern. Ja. Genau. Da also die Kontrolle nicht zu haben und auch dieses nicht kontrollieren können, ja. Als Teil des Lebens anzunehmen. Nette Gottheiten sind ja auch viel, ne, ich will irgendwie in die Kommunikation gehen, das hast du ja vorhin so schön gesagt, irgendwie einen Einfluss nehmen können, auch wenn es nur Beten ist, auch wenn es nur Opfergaben sind, die, wo ich gar nicht weiß, ob die was bringen, aber es gibt mir das Gefühl, dass ich wieder Kontrolle habe. Ja. Ne? Genauso auch die Unsicherheit aushalten können. Kontrolle haben wollen, kommt ja häufig auch aus dem Grund, dass ich unsicher bin, dass ich Fehler machen könnte. Angst, dass, ja. Genau. Aber auch das gehört ja zum Leben dazu. Warum haben wir dann keinen Gott des Fehlermachens oder der Erfahrung machen? Zumindest fällt mir gerade keiner ein, aber da draußen gibt es bestimmt einen, der dafür zuständig ist, aber der ist nicht so prominent. Ne? Naja, oder wenn auch, man in der Bibel rumguckt, unser Gott, also der christliche Gott und der jüdische Gott, der hat ziemlich viele Fehler gemacht.
Ach so, ja, da siehst du mal, vielleicht sollte ich das Buch auch mal lesen. Einmal die Menschheit komplett ausgerottet fast und so, ja. Musste die ganze Zeit neue Pakte machen, weil die Verträge irgendwie in Ordnung waren. Ja, neue Bünde schließen. Hä, ich dachte, das war alles Absicht. Also auch mit der Menschheit, ist ja auch egal. Aber ne, das ist irgendwie nicht so prominent. Obwohl, wenn wir Fehler, eine Fehlerkultur ist ja auch ein Unternehmen, seltener in Familien leider, oder in der Gesellschaft, auch immer mal wieder hier und da so ein Thema, in der Politik auch ganz häufig, ne, da kann Zeitinger bestimmt auch viel daraus berichten, dass die Fehlerkultur in der Politik ausbaufähig ist, aber auch generell und nicht nur in der Politik, ja, weil eben Unsicherheiten und diese essentiellen Teile des Lebens für oder für Elemente und Aspekte des Lebens stehen, die nicht so, also wenn man die akzeptieren würde, dass Fehler passieren, dass man Erfahrung sammelt, dass andere Menschen eben auch andere Menschen sind und ihr Ding machen, dann würde man, glaube ich, worauf will ich hinaus? Mehr Frieden haben. Mehr Frieden haben, aber auch die, also man würde sich auf andere Dinge konzentrieren müssen, als auf seine eigenen Unsicherheiten oder den eigenen Wirkbereich, den man jetzt einnehmen kann oder auch nicht. Ja. Ja, es wäre natürlich mehr Frieden da. Ich weiß nicht, ob jetzt zwingend das Nicht-Frieden haben können irgendwie damit reinspielt. Ich weiß auch gar nicht genau, worauf ich hinaus will, aber ich wollte einfach mal diese Gedanken teilen, dass wir Unsicherheit und Kontrolle haben wollen und die Aspekte des, also die meiner Meinung nach essentiellen Aspekte des Lebens, dass ich eben nicht alles kontrollieren kann, dass da draußen viele Dinge passieren, die auch einfach passieren, nicht aus Böswilligkeit oder aus Gutwilligkeit oder aus irgendeiner Willigkeit, sondern dann wäre Gott für dich die Personifikation dieses nicht kontrollieren können. Und das ist ja auch in vielen Religionen drin, wenn ich mich ausreichend auskenne, aber da darf ich auch gern korrigiert werden. Na, wenn du halt mal nach Amerika gehst und da mit den Indigenen redest, da ist eben auch nicht bei allen, da gibt es ja auch zig verschiedene hunderte Religionen und Gottheiten und was nicht alles, aber auch da ist halt immer mal wieder zu finden dieses, jo, Veränderungen gehören dazu, das sind Teile der Natur, wir sind Teile der Natur, wir verändern uns, wir wachsen bis zu einem bestimmten Punkt und wir werden älter bis zu einem bestimmten Punkt und dann eine Circle of Life. Dass man so eine gewisse Lebensgelassenheit bekommt dadurch. Ja. Ich weiß nicht, ob das zu einer Lebensgelassenheit führt, aber es klingt auf jeden Fall attraktiver als dieses, oh Gott, ich muss alles dafür tun, dass ich im Himmel aufgenommen werde. Ja, wobei das ja auch ein Weg sein kann. Ne? Also es gibt ja Menschen, die genau das suchen. Ne? Also die den einen stringenten, klaren Weg suchen und die dadurch halt in ihrem Denken, was du gerade beschreibst, und ihrem Umgang, im sozialen Umgang, freier werden dadurch, dass sie sich einfach an bestimmte Regeln halten. Und die sagen, es gibt diese Regeln und das ist vorgegeben und dann halte ich mich da dran und dann ist es gut. Dann muss ich mir da keine Gedanken mehr drüber machen. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele Menschen, die die sich auch nach sowas sehnen, irgendwie einen klaren Weg zu haben, während andere einfach sagen, oh, ich guck mal, da links ist auch ein schönes Blümchen und ja, da ich bin definitiv freiheitsliebender als manch ordnungsliebender Mensch, der gerne Regeln hat. Ja. Ja, aber es gibt beides, ne? Es gibt noch viel mehr. Aber der Punkt ist ja auch immer diese bedingungslose Akzeptanz, so mit, wo habe ich noch Einfluss, wo nicht und wonach strebe ich und wenn ich dann doch scheitere, woran kann ich mich so gesehen anlehnen? Das ist ja etwas, was der christliche Glaube auch ausmacht. An Gott kann ich mich anlehnen, weil Gott vergibt alle Fehler und so weiter. Und wenn ich halt mich stattdessen an eine andere Geschichte, ein anderes Symbol anlehne oder eben sage, ich kenne meine Grenzen, ich mache jetzt einfach Pause,
finde zu mir selber, gehe einfach mal spazieren und versuche so meine Fehler mit mir und die Probleme mit mir selber so gesehen zu kanalisieren und zu bereinigen und dann einfach weiterzumachen. Und das Wichtigste ist eben dieses Weitermachen, weil sonst hat man ja ein großes Problem in diesem Leben. Ja. Also wir dürfen mal eigentlich, Jonathan, ne? Also wir beide dürfen mal eigentlich den Podcast hier nicht, also diese Folge nicht verstreichen lassen, ohne das Luther-Zitat noch zu bringen, was mit Gott ist. Ne? Und für dich als Lutheraner müsste das doch. Du meinst das mit dem Herd, das berühmte. Ja, genau. Ja, also Luther hat mal gesagt, das, woran du dein Herz hängst, ist dein Gott. Und ja, das ist ja, also er meint es trotzdem total christlich, er kann sich ja eine nicht-christliche Welt gar nicht vorstellen, aber das ist erstaunlich, erstaunlich modern, dieses Zitat. Und erstaunlich kompatibel, und da liegt viel Wahres drin. Also, woran du dein Herz hängst, ist dein Gott, nachdem der Alex gerade geschrieben hat, dass er erst Herd verstanden hat, dachte ich, sage ich es nochmal. In der Tat, und da ist halt auch, ne, es ist von mir abhängig, ein bisschen, ob ich mich darauf einlasse, auf diese Welt, auf dieses Beziehungsgeschehen und auf die Frage, wie kommt Gottes Reich eigentlich auf die Erde, hat das was mit dem Himmel zu tun oder nicht? Und ja, das ist halt das Fiese, finde ich, dabei, dass man all diese Fragen so richtig erst aus so einer Innenperspektive beantworten kann oder sich auf ein bestimmtes Fragensystem einigen kann, weil beantworten kann man die Fragen letztlich nicht. Ja. Kann gucken, also man kann gucken, was finde ich zu meiner Frage in der Bibel zum Beispiel. Und da finde ich einen Gott, der Irrtümer zulässt, der von sich selbst sagt, also es ist die Sintflut-Geschichte, da heißt es am Ende, und Gott reute, was er getan hatte. Also er empfindet Reue dafür, dass er die Flut geschickt hat. Und dann sagt er, ich will hinfort nicht auslöschen, Saat und Ernte, Sommer und Winter und den Lauf der Zeit quasi. Also diese Dinge sind tatsächlich wieder drin. Aber es gibt halt Menschen, die sagen, nein, Gott ist immer so und immer so, weil sie sich das nicht vorstellen können. Dementsprechend finden sie es auch nicht in dem Buch, wenn sie es lesen. Das finde ich das Spannende. Also es gibt immer die Frage, was sagt denn die Bibel dazu? Und ich habe letztens den klugen Satz gehört, die Bibel sagt erstmal gar nichts. Die entscheidende Frage ist, was du in ihr liest. Ja, das ist richtig, ja. Das fand ich es gibt immer noch so Sätze, die mich selbst dann sozusagen nochmal begeistern. Das ist so einer dieser Sätze. Ich glaube, das kann man auch auf unser Thema jetzt nochmal zum Abschluss auch nochmal runterbrechen vielleicht. Also mal ein bisschen abgewandelt diesen Satz, den finde ich eigentlich ganz schön, den Satz, wenn man es auf Gott überträgt. Also gehen jetzt einfach mal, ihr da draußen auch, wenn ihr nicht gläubig seid oder so, nehmen jetzt einfach mal an, als Grundthese, es gäbe einen Gott, aber der, ne, wie der aussieht oder ob das ein der oder eine die ist und wie er handelt und was der will und was der mit mir zu tun hat, das ist nicht davon abhängig, was dieser Gott tut oder was dieser Gott ist, sondern was ich in diesem Gott sehe und was ich in diesem Gott wahrnehme. Und was für mich wichtig ist, das projiziere ich ja da rein. Und so ist, glaube ich, jeder Gott, auch innerhalb des verschiedenen Religionen, für jeden Menschen ist Gott was anderes. Und deswegen wahrscheinlich so umstritten. Ich denke, es harmoniert ja stark mit, was ist Glaube, warum glauben wir? Ne? Wir glauben aus genauso vielen Gründen oder auch nicht.
wie es unterschiedliche Grade an Menschlichkeit in Gottheit gibt. Manche brauchen eben einen viel, viel, viel menschlicheren Gott oder mehrere Gottheiten, die unterschiedliche Aspekte ihrer Menschlichkeit reflektieren. Andere sind mit so einem allmächtigen, allwissenden ganz weit weg zufrieden und alle anderen finden sich irgendwo dazwischen. Ne? Ich denke, darum. Und manche sagen, ich brauche das gar nicht. Ja, wäre das nicht vielleicht sogar die absolute Vermenschlichung des Gottheitsgedankens? Düm, düm, düm. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, jemand, der sagt, also ich kann mit Transzendentem überhaupt gar nie nichts anfangen, der hat einfach noch nicht angefangen zu denken in bestimmte Richtungen. Also das ist jetzt nicht expeditiv gemeint, aber ne, das, was wir jetzt hier heute machen, einfach mal über bestimmte Dinge einfach mal so vor sich hindenken und mal durchdenken und die Gedanken rotieren lassen. Ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht machen wollen, gar nicht machen können, gar nicht machen sollen. Und weil das einfach für deren Leben keine Relevanz hat. Und das ist auch gut so. Braucht ja nicht. Ne? Ja, und, oder man hat gar nicht die Möglichkeit, mal zu reflektieren. Ja. Aber damit mir jetzt nicht Leute vorhalten, ich hätte noch nie drüber nachgedacht. Was ist denn hier los? Habe ich mir gerade gedacht, nee, also ich glaube ja auch an was Größeres als mich. Ja, es ist halt nur nicht was Transzendentes, sondern die Zukunftsfähigkeit der Menschheit und das Wohlergehen auch zukünftiger Generationen. Ist halt ein bisschen schwerer zu greifen, aber doch irgendwie sehr nah an mir dran. Ja. Ne, es geht immer noch um Erlebnisse auf einem gesunden Planeten, die zu gesunden Menschen führen. Und da wieder gesunde und tolle Erlebnisse ermöglicht werden. Weiterhin. Sagen also, ein Safe Space? Ja, vielleicht auch das. Aber, die Erde ist ein riesiger Safe Space in einem sehr lebensfeindlichen Weltall. Das ist richtig. Ja. Nur, dass ich irgendwie den Handlungsspielraum doch mehr bei uns wahrnehme. Ja. Auch wenn wir das gerade ein bisschen aus der Hand geben. Stichwort Klimakrise. Und das ist eher das, woran ich oder wofür ich da bin. Das ist natürlich irgendwie was, was mehr ist als ich und was auch mehr ist als die Menschen, die ich kenne. Und dann kommt es wieder darauf an, wie man Definitionen packt. Und für die Definition, die ich jetzt packen würde für diesen Bereich, würde das ausreichen als Gottheit. Ne? Also in Anführungsstrichen. Ne? Ja, also genau, also je nachdem, was man da für eine Graustufe anpackt. Ich würde dem jetzt nicht zwingend schon einen Namen geben wollen. Manche geben dem ja irgendwie den Namen Unsichtbare Hand oder Homo Economicus. Ich bleibe davon noch weit weg. Aber du weißt, was ich meine. Naja, genau. Ja, Zeitiger, du wolltest ja eben schon die Autobahn Richtung Ausfahrt verlassen. Oh. Wir fahren jetzt noch 3 Kilometer bis zur nächsten hier. Ja, dann fahren wir mal los und fragen für dein Wesenrunde. Ist es ja vielleicht gar nicht so uninteressant, mal darüber nachzudenken. Ja, Wesen ist gerade ein bisschen durch, aber trotzdem, was hat letztendlich das menschliche Streben nach Gott, ob er am Schluss selber Gott wird oder ob er so gesehen nur Gott zum Anlehnen braucht als Safe Space? Was hat das letztendlich alles mit Rollenspiel eigentlich zu tun? Also ich halte jetzt erstmal fest, ich finde diesen Satz jetzt auch nochmal schön zum Abschluss, ne? Das menschliche Streben nach dem Gott ist, ich finde das schön. Für mich gibt es auch noch ein göttliches Streben nach dem Menschen und dann sind wir wieder in einem schönen Kreislauf, aber was hat das mit Rollenspiel zu tun? Ich finde gerade die Fragestellung kam uns ja quasi aus einem Rollenspiel-Setting heraus, aus 40K oder aus 30K. Das ist sehr bekannt für seine religiösen Themen.
Ja, und es ist halt irgendwie in der Horus Heresy Romanreihe spielen es ja im 30.000. Jahr. 30K halt. Und da ist das Setting noch anders als in 40K. In 40K haben wir diesen Gott-Imperator und die Chaosgötter und alles Mögliche drum und da alles Religion und das alles total mit Göttern voll. Und in 30K eben nicht. Da ist es total runtergebrochen und da ist es verpönt und schlimm, wenn man irgendwas mit Gott und Geistern und sonst irgendwie was sagt. Das ist eine total säkularisierte, entgottisierte Gesellschaft, wo es verboten ist, sogar irgendwie sich irgendwie religiös zu betätigen und so. Und da dann diese Fragestellung rein zu projizieren, fand ich halt extrem spannend, wie das auch die Autoren machen. Und weil man ja auch schon weiß als 40K-Fan, wo es dann irgendwann mal hingeht, ne? Und das ist ja das Spannende daran. Man kommt aus einer total säkularisierten Gesellschaft und weiß, dass es dann das totale Gegenteil in 10.000 Jahren wird und dann ne? Und genau das finde ich halt fürs Rollenspiel halt auch interessant. Durchdenkt mal, fast jedem Fantasy-Rollenspiel gibt es ja diese Pantheons oder so oder Gottheiten oder so. Und ich denke mal, was das mit euren Charakteren macht oder was das mit der Welt macht, solche Fragestellungen zu stellen. Das finde ich total spannend, auch im Rollenspiel mal zu erleben. Ich hätte auch noch etwas, was ich mitgeben möchte fürs Rollenspiel. Nochmal meine eigenen Gedanken aufgreifen, weil die waren so toll. Die Frage, woher komme ich? Was mache ich eigentlich? Und warum? Und wo will ich hin? Ist eine tolle Fragestellung, anhand derer man Charaktere basteln kann. Aber sich dann von den Antworten nicht den Spaß am Zusammenimprovisieren nehmen lassen. Denn da kommt wieder dieses sich darauf einlassen, dass Veränderungen von anderen mit reingetragen werden ins eigene Leben. Und das machen wir ja am Rollenspieltisch. Wir gucken, was zusammen passiert. Und ich gucke nicht, was mit meinem Ding passiert, weil dann läuft es nicht so rund, wie ich das zumindest gerne an meinem Tisch lebe, sondern wir gucken alle, was wir mitbringen und was sich daraus entwickelt. Sind die tollsten Geschichten, wo man sieht, dass sich ein Charakter wirklich entwickelt hat. Ne? Ja. Genau, und zwar ist es so viel schöner, wenn er sich nicht genauso entwickelt, wie ich es gern hätte. Oder wie ich es mir wünschen würde. Oder zumindest wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Ne? Ja, genau, weil die Erlebnisse, die am Tisch entstehen, und das passiert eben durch andere Menschen, durch den Würfelgott, da ist er wieder. Diesen Podcast der erste Mal, aber jetzt ist er da. Das gehört dazu. Also selbst wenn man sich Fragen gestellt hat im Vorfeld und Antworten gefunden hat, die dürfen nicht unveränderlich sein, weil sonst geht der Spaß am Miteinander spielen flöten. Ja. Das war mein Wort zum Sonntag. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unkreativer in dem Fall, weil ich jetzt gerade mich sehr, sehr tief in ein uraltes Rollenspiel reintrete, und zwar RuneQuest, Glorantha, und mich den ganzen Pantheon damit gerade auseinandersetze, nachdem ich mich ja mit den neuen Ikonen von Coriolis lange rumgeschlagen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich lege eine Schippe drauf und setze mich jetzt mal mit mindestens 10 Göttern aus Glorantha auseinander. Und dem Streben und Widerstreben und den Runen und sonst wie. Und es geht ja auch darum, irgendwie mit dem jeweiligen Gott in eine Verbindung zu treten. Und zwar so weit, dass man am Schluss irgendwie so eine Art, ja, Stellvertreter, ein Werkzeug dieses der jeweiligen Gottheit wird. Oder vielleicht eine Gottheit selber, geht das so?
Nicht direkt vorgesehen in der Regelmechanik, also das wäre mal interessant. Nee, wenn ich sowas haben wollen würde, dann würde es eher mit meiner irgendwann im nächsten Jahr starten, in City of Mist Kampagne, wenn ich dann vielleicht irgendeinen nordischen Gott annehme und dann dessen Avatar werde. Das wäre dann möglich, ja. Also aber dann geht der, der Spielcharakter out of hand, weil entweder ist ein normaler Mensch und verschwindet als mit seinem Logos, oder er wird halt mit Mythos auf 4 Filmbooks aufgeladen und dann entzieht er sich den anderweitig den Spielern, weil dann ist er ja Gott, wenn man Gott anfassen könnte, ist er kein Gott mehr. Deswegen wird er in dem Moment dann weg. Jonathan ja heute gesagt, ne? Genau, also da wäre das sogar spielmechanisch sogar drin. Also ist aber mit Urban Fantasy auch ein bisschen anders aufgeladen, aber why not? Also ich bin eben auch gespannt, wie das laufen wird, wenn ich dann diese Kampagne starte. Aber erstmal machen wir jetzt ein bisschen Rundquest, ein bisschen Klassik-Rollenspiel. Aber ja, why not? Wäre interessant, ob meine mitspielenden Gruppe, die ich da bis dahin zusammengestellt habe, zu der es noch Möglichkeiten gibt, sich zu bewerben, dass am Schluss vielleicht 1-2 Götter rausfallen können oder Göttinnen. Why not? Also bin sowas ganz gerne zu haben. Ich habe auch schon Leute zu untoten Nekromanten gemacht als Tentakelviech. Was man als Rollenspielleiter hat, also macht. Jetzt die spielenden gewählt. Jonathans Satz passt da zu einem Fantasy-System so gar nicht, nämlich zu DSA, ne? Also Jonathan spielt ja gerade DSA bei mir. Und da sind die Götter ja, also da passt es, die es gibt es nicht. Das würde bei DSA gar nicht so richtig hinhauen, weil da gibt es die ja auf jeden Fall. Ja, was hat das Ganze mit Rollenspiel zu tun? Mir fallen so 3 Dinge ein. Erstens, in einer der letzten Sternenträger-Folgen, da gibt es diesen wunderbaren Dialog mit der jungen Magierin, die das erste Mal die Akademie verlässt und irgendwie alle fragt, wie denn der Himmel bei ihnen aussieht. Und also ich als Spieler wusste es, war mir nicht so ganz sicher und war nicht ganz auf dem Platz und hätte dann früher von der großen Halle reden sollen und habe irgendwas von Licht erzählt. Da ging der Spieler vor dem Charakter. Das fand ich aber spannend, also wie dann sozusagen jeder Charakter ein bisschen erzählte und sie dann versuchte, da so allgemeingültige Prinzipien daraus abzuleiten in ihrer Rolle. Das war das eine. Und dann es ist oft so, dass sozusagen die, also in den gängigen Superheldenfilmen ist das ein völlig normales Motiv, dass immer die Götter versuchen, möglichst menschlich zu sein, oder die guten Götter versuchen immer möglichst menschlich zu sein, die Helden und so weiter, wenn man an Thor denkt oder so. Und die bösen Menschen, also die Bösewichte, sind immer Menschen, die sein wollen wie Götter und dann irgendwen anders opfern müssen oder irgendeine Sternenkonstellation ausnutzen müssen mit antiken Gerätschaften, um Götter zu werden und sich quasi etwas anzueignen, was ihnen nicht zusteht. Und dabei gehen sie dann im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Das finde ich tatsächlich ein Move, wo das regelmäßig in große Erzählungen im Fantasy-Bereich eingebettet ist, wo ich das regelmäßig wiederfinde. Und das finde ich also sehr, sehr, sehr spannend. Und ich könnte jetzt auch sagen, dass das auch wieder eine christliche Grundierung im völlig säkularen Gewand ist. Weil es letztlich nämlich die große Erzählung ist von Gott, der Mensch wird. Von Gott, der Mensch wird auf der einen Seite und vom Mensch, der unbedingt sein will wie Gott und vom Baum der Erkenntnis ist und dann aus dem Paradies vertrieben wird. Ja. So die alte Erzählung und eine sehr traditionelle Deutung. Da könnte ich jetzt noch ganz viel zu sagen, lasse ich aber. Also diese 2 großen Erzählungen vom Anfang und vom Ende der Bibel finden sich da immer wieder. In vielen Fantasy-Filmen, in Rollenspielsystemen und so weiter. Und das finde ich interessant, dass wir eben tatsächlich aus dieser Grundierung erstmal und aus dieser großen kulturellen, religiösen Erzählung erstmal nicht rauskommen. Selbst im Hobby. Ich glaube, weil es auch eine Grundmenschheitserfahrung ist. Deswegen taucht sie halt überall auf. Na klar.
Ne? Also Menschen, die versuchen, nach Macht zu streben, die ihnen nicht zusteht, also generell nach Macht streben ohne Ende, das erfahren wir tagtäglich überall. Und genauso Leute, die sich entmenschlichen oder ne, irgendwie in der Pflege oder so und alles für andere tun. Ja, also es gibt alle Extreme da draußen und das sind Prinzipien für eine Gottheit zu packen, so wie es der Alex ja heute irgendwie vorgerechnet hat. Ja, warum nicht? Ja, wir konnten es leider nicht beantworten, was es jetzt dazu gehört, um Gott zu sein. Aber wir haben uns der Fragestellung zumindest genähert und ich danke euch, dass ihr euch darauf eingelassen habt, mal herum zu philosophieren und mal die Gedanken kreisen zu lassen. Der Weg ist das Ziel. Ja. Der Würfel war ja auch dabei jetzt am Ende noch. Es war nicht nur Philosophie, sondern noch ein bisschen mit Würfeln. War das wirklich das erste Mal, dass wir den Würfelgott erwähnt haben? Ich glaube schon. Da haben wir ganz schön lange durchgehalten. Ja, 14 Folgen lang hat es gebraucht, ne? Crazy. Ja. Vielen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zuhört. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Das wäre ganz cool. Wenn ihr ein Thema habt, was wir bequatschen sollen, auch immer her damit. Wenn ihr mitquatschen wollt, sowieso, sind gerne offen. Wenn einer jetzt irgendwie sagt, ich wollte schon immer mal über den Würfelgott philosophieren oder so. Was steht denn dazu in der Bibel? Der Würfelgott hat viele Seiten. Ja, dann gerne. Wir sind für alles offen. Ansonsten hoffen wir, dass alle gesund und munter bleiben. Und uns. Wenn ihr nicht gesund seid, werdet gesund. Ja. Oder. Ja. Es gibt ja auch Leute, die können gar nicht mehr gesund werden, aber da ist das dann mit der Realität klarzukommen, ne? Das ist ein Scheißende. Das ist ein Kackende jetzt. Kannst du rausschneiden. Kann ich rausschneiden, tue ich aber nicht. Nee, gehört auch mit dazu. Folge 14 hat ein Kackende. Tschüss. Das ist als erstes hier so ein Werbungszitat. Folge 14 hat ein Kackende. Tschüss. Die anderen 13 Folgen sind aber super. Ist doch top. Tolle Aussage. Einfach nur Premium. Ach, schön. Wunderbar. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.